1, 2, 3, moin, wie geht das? Hallihallo, der Jerome ist nicht du. Sind ich wirklich nicht du, oder? Gibt es ein Problem? Humor ein Problem? Heißt Foto? Heißt mein Ton? Ah, das scheint doch zu klappen. Wunderbar. Pünktlich. Um die Uhr. Findet das geduld. Ja. Und Michel hast du. Wow. Salut Michel. Wie geht das? Merci, merci. Dass er mich nicht vergessen hat mit meinem Videochat. Mal, man nicht Kamera und. 1, 2, 3, tada! Weiß ich nicht. Du hast nicht viel geändert. Aber wenn der erste Foto guckt, da sind wir das Jahr nicht auf einem anderen Platz. Kleinen Tipp, das nicht Metz. Moin, Wafa. Nee, das net Metz. Wisst ihr vielleicht, wo dat do ass? No longer listless, moin. Wisst ihr vielleicht, wo dat do ass? Ja, wer schickt mal einen Tipp? Der Rodemol. Hey, Alexandra ist auch da. Salut Sarah. Alexandra fragt, bast du haut, nicht hast du haut. Ja, Alexandra. Du stellst immer so mega super cool Fragen. Mit Konjugation vom Verb Sinn her, ist auch nicht einfach. Passt du haut an den USA? Zu Florida. Michelle schreibt Venice Beach, Kalifornien. Hey, what? Superstar Katja hast du. Moje Katja. Und Sarah Fredoch, Florida. Und ich mache mal hi. Logo wasch. Effektiv, wir sind haut zu Venice Beach, zu Los Angeles, in the City of Angels. Ja, wir sind haut do, live, sei so ein Foto. Was seht ihr danach auf der Foto? Was seht ihr nach auf der Foto? War das da do? War das da do? War das dat? War das am Hintergrund? War das dat? War das dat? War das dat? War das do so giel? Ja, moin Roberto. Ja, Michel hat direkt richtig geraten. Impressionant. Skateboard. Ja, das ist ein Skateboard und das ist ein Skateboard. Leute, die sich bewegen. Menschen auf ihrem Skateboard. Menschen, ja, Männer. Ja? Und das ist ein bisschen komisch, weil sie auch kein T-Shirt tun. Ist das so in Amerika? Sunset Avenue, lo ist es richtig. Um Schild. Wo steht Sunset Avenue? Steht da doch inzwischen? Ich nicht aufgepasst. Mir sind Palmen, Gebäude, Restaurant, ja, an heiriert du, was du gier lässt, das ist super, super wichtig. Du wirst ja so gern.
I would really like to be there. Wird von der also überhaupt haut. Ja, haut das den 21. Nee, den 20. Den 20. Juni. Und das eh. Und das ist 5 Minuten um Ning, ja. Was schreibt er mal danach? Sie hu keng Masken a kein T-Shirt. Ja. Sie hu keng Masken a kein T-Shirt. Sie fuhre Rollerblades. Ich meine nicht, du hast ein Skateboard. Michael schreibt, nee, Venice Beach ist nicht nur bei Sunset Boulevard. Also, ob Unsplash Richtung Los Angeles, Venice Beach. Denn Alexander schreibt, ein paar selbstbewusst Kerle weisen ihre Körper. Ja, ich wusste, soll ich die Foto weisen oder nicht? Mehr sind auf alle Fälle keine Angst für rum. Keine Angst für einen Hautkrebs. Keine Angst für einen Hautkrebs. Voilà, es wird als schön, sonnig, ohne Wolken. Plage, das wollte ich lesen. Plage, als sei jetzt der Sand. Mir. Als. Ah ja, jetzt soll ich so. Ah, du meinst Rollerblades, das ist den zweiten, den hört Rollerblades. Ah. Also ich meine jetzt weiter, das ist Skateboard. Aber bon, ich kann mich irren. Steht Uwe Rietz, Sunset Boulevard. Du hast ein Schild. Wow. Moje Giselle. Ja, weil sie jung sind, haben sie keine Angst. Ja. Sie genießen das Leben, ne? They enjoy life. Ja. Mehr da sie belohnt alles River. Los Corona. Und wenn er da passt, der stirbt. Einfach Regel. Nee, du hast recht, Jerome. Ich meine noch, ich meine, es sind zwei Skateboarden. Ich weiß auch nicht, für wen die Foto da ist. Aber das ist schwer zu sagen. Haben wir den Kleider, du gesagt, den nicht viel. Skateboard, ja. Aber ja, da gucken wir also mal am Wikipedia, am Lützburgische Wikipedia. So und was sie da Schönes über Los Angeles schreiben. Voilà. Los Angeles. Das steht dax Wikipedia-Artikeln als recht just eng Skizze. USA, ja, das ist schön. Vereinigte Staaten von Amerika. Wenn dir mehr über das Thema wüsst, sind ihr herzlich invitiert, aus diesem Prozess richtigen Artikel zu schreiben. Helft Wikipedia. Wenn dir beim Schreiben Hilfe braucht, dann lust bis an den FAQ ran. Frequently Asked Questions. Rallusen. Take a look. Regarde un petit peu. Ja, Anhai, Los Angeles, City of Angels, LA, Gang Capital of the Nation, Horizontal City. Ich verstehe gar nicht, mir das ist egal. Hollywood. Wie ich klang war, wollte ich immer Filmstar gehen. Popstar. Irgendes Tut nicht geklappt. Vollgebeet. Hollywood. Das ist der Fendel, der Siegel.
Boah, 3,9 Millionen Einwohner. Mamisch fertig. 3,4 Millionen. Wahnsinn, guck dir da mal an. Blick auf die Skyline von Los Angeles. Du hast bestimmt viel Stau. Lachsol fragt mich ein Skiz. Also. Bruyant. Wie übersetzen Sie das? Das gibt's. Sketch. A drawing. Ein Esquisse. Ein Croquis. Ja, ja, was auch ein olympisch Staat. Oder steht, weil du ja Plural hast. Katja fragt, wenn ist es möglich, an Amerika zu fliehen? Ventilators, Ventilators. Schieß nicht. Also nach immer verboten, ja. It's still not allowed. Lachsol schreibt Disneyland, ja. Vielleicht, Katja schreibt, vielleicht ist sie schon so alt wie die Leute von Beverly Hills 90210. Oh. Beverly Hills 90210. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Ah, da ging ja, da muss ich erst weisen. Das versteht vielleicht nicht Südverein. Me Beverly, Beverly Hills 90210, das war natürlich ein ganz wichtiger Teil an meiner Jugend, Jugendzeit. Ja, und wo haben wir sie dann da? Da, ja. Beverly Hills 90210. Da sehe ich sie. Beverly Hills 90210, das war ein Teil von einer TV-Serie. Hier ist leider schon tot. Oh. Und hat heute viel gesundheitliche Probleme mit Krebs. Anhin? Also, nach ein paar Jahren. Hier ist leider schon tot, den Dylan. Hat hört, ich weiß nicht, wie das geheißen hat. Brenda, oder? Ich weiß nicht mehr. Hat hört viel gesundheitliche Probleme mit Krebs und so. Und hier, der Brian. Er war mit Megan Fox zusammen. Bestört oder kann er? Sie kann er, ja. Bestört weiß ich nicht mehr. Melosi, am Moment ist sie getrennt. Megan Fox. Respekt. Ja, also Beverly Hills 1910. Merci, Katja. Du kannst es gerne in ein Exposé über die Wonner Chaiserie machen. Voilà. Ich bin der Brian. Boah, alle genug. Beverly Hills 1910. Perfekt. Ja, gehen wir zurück auf Los Angeles. Was treibt immer noch scheins? Alan Hässlich. Nein, das ist nicht Alan Hässlich. No longer listless. Video Chat Oscars. Ja, Michael, als du groß gehen, ich bin du abgewusst. Ja, Alexandre, ich habe gesagt, voll gebet. An den Ausdruck kennst du nicht, hä? Vollgebet. Am Französisch ist uns dafür Kasse, Kasse. They got me good. Weezer, Michel. 1910. Katja, oh, Katja möchte Tiefenpsychologie. Katja, Beverly Hills war top. Ich hatte Posterin an meinem Zimmer für Bravo und Popcorn.
Oh, Katja, Katja, Katja. Weiser ist das. Weiser ist ein Foto, wie du ganz jung warst. Ah, wie war dann dein Liebling? Who was your favorite? Ah, Shannon Do Dorothy, ja. Shannon war mein Liebling. She was my favorite. Und Kelly, war das Bravo, Fred Michel, das ist eine Zeitung. Und Katja sagt, Chloa, ich schon alle Episoden 10 Mal geguckt. Am Anfang habe ich auch viel geguckt, aber du sind immer neue Leute dabei gekommen und du bist mal nicht mehr geguckt. Ja, lass soll dieselbe Frage wie ich. Wer war dein Lieblingscharakter? Also, mein Lieblingscharakter war ganz klar, Shannon Doherty. Mir hat das, war bei mal nicht mehr da und du hast auch nicht mehr geguckt. Wie schreibst du das für den Alexandre? Folgebet. Ich hatte nicht gemerkt, dass mal über Beverly Hills 1910 Schweizer mehr verwendet. Also Los Angeles zum spanischen Loch, Los Angeles, England, Dengeland, kurz LA. Als die größte Stadt am US-Bundesstaat Kalifornien, sie liegt beim Pazifischen Ozean am beim Los Angeles River. Nicht ganz viel. Eine offizielle Seite, da kann ich mal gucken. Geht nicht. Boah, da kann ich hier gucken am englischen Wikipedia. Venice, Los Angeles. Ja, aber das ist dann noch bei Englisch. Hein? Ich lese nicht nur 104, der könnte das schon gucken. Aber du hast ein bisschen mehr Informationen. Und du hast auch eine offizielle Website. Ich gucke just Foto, ne? Welche Foto vielleicht dabei sind. Ja. Oh Mann, das ist so riesen langen Artikel. Ich will erst eine Drunke machen. Ich gucke mal, ob ich da noch vielleicht ein paar schöne Fotos finde. Dann haben wir auch manchmal das Gefühl, wie wenn wir da wären. Wow, da sind sehr viele schöne Fotos. Die muss ich ja schon reisen. Die sind super. Wow, ich gehe gerne da hin. Los Angeles, ja. Venice Beach. Und da sind noch viele Starren, die sind noch von da. Obwohl ich es okay kenne. Ah, könnt ihr von da? Na, ihr wohnt vielleicht da. Popular Culture. Steht da etwas über die Big Lebowski und so weiter, ja. Ein schöner Platz. Ich weiß nicht, ein paar schöne Fotos, wo sie da Sport machen und sich amüsieren. Voilà. Venice Beach, Sunset at Venice Beach. Und da ist, wo sie Basketball spielen. Ja. Da waren wir kurz zu Los Angeles. Hört sich denn froh? Also es wie Friends am Anfang. Ja, schön nun. Bravo, a Popcorn waren Zeitungen für Teenagers. Shannon Roll, war das Brenda? Ja. Bravo, kennst du Bravo nicht? Weiß ich dir auch kurz. Bravo ist eine deutsche Zeitung für Junker. Ich muss aufpassen, weil du seinst du auch ein bisschen Erotik und ich will lo nicht. Ich will kein Problem. Ja, also so gesagt, das dann erst. Bravo. Bravo.de. Und dann ist immer so mega extra Poster. Und dann, voilà. Star von heute, ich kenne keine mehr. Früher war alles besser. Ja, die Leute, das war dann mein kleiner Ausflug ob Los Angeles. Heute bin ich froh.
Also, Katja, du kannst als gerne ein kleines Exposé machen über Beverly Hills. Brenda Walsh, ja. Und Katja, und du noch nicht Bravo Girls gelesen. Das war dumm. Und du bist der Drohstudie gegangen. Von Bravo ob Sorbonne oder Paris oder wo auch immer. Verrückt. Maja, hast du Eugenia da schon nicht abgepasst? Eugenia, bist du da? Weil schon haut er ein Exposé. Ja. Eugenia hat uns ein Exposé geschickt, schon den noch verbessert. Ich hoffe, es klappt doch alles. Und da ist den noch abgeholt. Wo ist der Text? Ja, hier ist ein Text. Und es schwätzt über seine Schulzeit. No longer listless. Und Johnny Lydon hat in England gewohnt, aber seine Familie kommt aus Irland. Seine Eltern kommen aus Irland. Okay, merci. Ja, also das ist ein Exposé von Eugenia, was auch regelmäßig bei unserem Videochat dabei ist. Also das lohnt nur nicht dabei, ich weiß es nicht. Ich habe nicht viel Material für den Noven dann. Du hast mir das geschickt, ich so, wow, super. Da weiß ich das direkt heute Abend. Und schon noch die Audiosdatei dabei. Das ist ein bisschen lang, die Audiosdatei. Ja. Sie dauert 4 Minuten. Das ist kein Videoclip, das ist Text. Also Text an Audio. Das geht doch, das könnt ihr auch machen. Das muss nicht immer Video sein, ich verstehe nicht. Ne? Und Video ist viel. Ah, du genialst du. Moin, da ist sind du. Merci, Eugenia. Ich hatte dich verpasst. Also, moin, alle Gute. Ne? Moin, Eugenia. Also, ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, wenn du Probleme hast mit dem Ton oder mit dem Bild, da schreibt ihr dann den Videochat. Ich gucke nur. Also, ich gehe mal raus. Das hier ist sein Text. Voilà, ich bin Eugenia. Ich mache meine Kamera wasch. Und da lauscht er mal, ah ja, ich mache mein Mikro aus und dann mache ich seine Stimme an. Ich hoffe, dass das dann alles so klappt. Moin alle Gur, ich bin Eugenia und heute will ich euch ein bisschen von meiner Erfahrung an der Europaschule erzählen. Ich bin zu Lützeburg abgewuchs und habe meine ganze Schulzeit an der Europaschule verbracht. Das heißt also von der Primärschule an bis zum Primärsexamen. Da sind am Anfang zwei Europaschulen, eng um Kirchspiesch und eng Meritzen zu Marmont. Die meisten Schüler sind da, weil ich von ihren Eltern an einer europäischen Institution schafft, wie zum Beispiel Kommission, das Europäische Parlament, den Europäischen Gerichtshof, die Europäische Investitionsbank, EIB, EIF und so weiter. Für die Kinder ist die Schule gratis. Die anderen Schüler müssen Schulen bezahlen, mehr wie 7.000 Euro pro Jahr an der Sekundärschule. Ich habe die Europaschule um Kirchspiesch besucht. Es war ganz praktisch, weil ich nicht weit weg um Kirchspiesch gewohnt habe. Dafür konnte ich heimgehen, wenn ich frei hatte oder wenn der Prof krank war. Am Sommer bin ich auch tags mit meinem Velo an die Schule gefahren. An der Primärschule war ich Mitglied von dem Chor, wo mir als Kennerlieder an allen Sprachen von den EU-Ländern gesungen haben. Sogar den Himmelsmarsch auf Lützeburgisch. Primärschule dauert 5 Jahre und Sekundärschule dauert 7 Jahre. Der Sekundär dauert vom 1. Jahr bis zum 7. Jahr. Also das primäre lützeburgische Schulsystem heißt Septième am europäischen System. Der BAC oder das Premierexamen misst den also am 7. an der Europaschule. Am Lycée
wenn können Kuren immer um 8:45 Uhr mal sind und Kuren sind um 4:25 Uhr rüber. Wir haben eine 4-Stunden Pause um 11:10 Uhr und natürlich auch eine Mittagspause für an Kantine essen zu gehen. Alle Kuren dauern 45 Minuten. Ich war an der französischen Sektion, aber am Lycée hatte ich mehr Kuren auf Englisch als auf Französisch. Ich hatte nämlich Geschichte, Geographie, Kunst und Ökonomie alle auf Englisch, aber mein Sportsprof war Deutsch. Ab 7. letztes Jahr hatte ich unter anderem 8 Stunden Mathematik pro Woche, 4 Stunden Physik und 4 Stunden Philosophie gewählt. Weil all meine Profe waren ganz gut und dichtig, und ich war echt zufrieden mit der Qualität von dem Enseignement. Der größte Avantage par rapport zu anderen Schulen ist, dass die Sprachkurse gehalten werden von Profen, die hier Mammensprache enseignieren. Das hilft da besonders viel mit Maxon. Konklusion? Die Europaschule war auf alle Fälle eine ganz flotte Erfahrung für mich. Für Fremdsprachen zu lehren und für Freunde von allen Nationalitäten kennenzulernen. Ich bin froh, dass ich die Chance habe, für an der Europaschule zu studieren, weil viele Leute wollen, aber können heilen sie nicht. Zum Beispiel aus finanziellen Gründen oder weil es keinen Platz mehr gibt. Ich habe ein ganz gutes Souvenir dafür behalten, besonders weil ich meine Schlussnoten am Premierexamen gut mit einer Gesamtmoyen von 92 von maximal 100 Punkten. Vielen Dank für das Lauschen und bis geschwind. Voilà, schreibt kein etwas, seht kein etwas, ich hoffe, es hat geklappt am Ton. Also Eugenier, ein mega großes Merci für den Hilfe. Sorry, ich hatte ein paar Fehler nicht gesehen. Mein Schuld. Das ist aber nicht schlimm. Alexandre sagt bravo Eugenia. Ja, voilà. Merci, das läuft. Also, ganz hallo abend. Und hier erklärt er, ist das das Logo von der Schule? Das Rost. Rund gebei innen als Zahl der Fett, wo ich auch das primäres Examen geschrieben habe. Katja sieht super, no longer listless, bravo Eugenia, Larsol, wow, super, Sarah, es war ganz interessant. Voilà, ja, vielen Dank, merci Eugenia. Das ist für mich flott, wenn auch andere Leute etwas so vorstellen. Also, kein Problem. Könnt das machen, Ton allein, mit Video, Text, wie ihr wollt. Ja, also hier ist dann das Foto, das größte Rundgebäude, ich will nun, dass das hier ist. Da wurde das primäres Examen geschrieben. Und das ist dann, das ist das Foto von Baus, Bannen, als dort Kantin. Ich war nie an der Europaschule, aber das ist ein impressionantes Gebäude. Ja? Ich war nie da. I was never there. Ja, da stehen sie dann. Machen sie sich bereit für ihre Zukunft. Tipptopp. Der Genias schreibt, oh, wie leif, merci alle gue. Gesäßt, Eugenia. Michael schreibt, ich bin impressioniert. Nicole, bravo. Katja, ich schon hören, dass die Europaschule, wir sind die Europaschule, immer so aus. Nach immer so. Also nach immer so, ich weiß es nicht. Alexandre Fred, Eugenia. Wo gibst du den Kanner ummelden? Wo, Alexandre? Das ist eine Position. An der Europaschule
an der Europaschule oder an engem Lützebäuer Lycée? Also Alexander, ich kann da direkt darauf antworten. Ich ging sie nirgends ummelden. Schule hat keine Zukunft. Mehr, ich ging sie auf der Börse ummelden. Aktien kaufen. Microsoft, Amazon. Giselle schreibt, vielmals merci, Eugenia. Ah, Katja, wenn es dem Coronavirus. Ja, ist das wo? Ich weiß es nicht. Hat Europa schon lange eine Website? Die Kinder vielleicht auch ein gucken gehen. Ah, gehen wir mal kurz zurück auf Los Angeles. Am Skateboard. Ja, an Alexandre. Da ging ich kann er auch ummelden. An den Sportverein. Egal. Irgendetwas. Fußball, Basket, Tennis, Golf, Darts. Mit den Flechetten. Das ist egal. Ja, aber nicht an die Schule. Nicht an die Schule. Boah, das ist meine Meinung. Nee, wo meldest du dich? Sich ummelden als Dativposition. Guten Abend, Moanessa. Alexandra, so viel ich weiß, geht es kein Lützebäuerisch an der Europaschule. Wo hast du so gut gelehrt? Ah ja, die Genie haben mir auch ein paar Linke geschickt. Ja, die gehen nicht so ja gucken. Sorry, die hat ich noch vergessen. Dem ganzen Stress. Eugenia. Ja, mir das ist Linke sind am Mail und dann hat das am Dokument und das war schon zu viel für mich. Europaschultext. Ah! Auf meiner Lieblingsseite, Wikipedia, also ein Artikel über die Europaschule. An der Europaschule oder eine Internetseite. Ah, hi. Boah, mir das ist so viel Information, du kannst nicht alles lesen. Hier ist das Site von der Europaschule um Kirchspiel. Ha, schön nun, dass das aus, ja. Ah, da weiß ich erst, ja. Da. Baudauer School. Contact us. Login. Co oh, frag. All die Arbeit. What's new? Ah, das ist auch Pardon, Französisch. Apropos de notre école, ja. Also, sie feiern Nationalfeiertag. Erste Adresse, Boulevard Konrad Adenauer. An der Dernet, das war hier die Europaschule am Wikipedia. Du. Was steht dann da? Die europäischen Schulen sind international Privatschulen, die zusammen mit den Regierungen von den Mitgliedstaaten von der EU gegründet wurden und die für Kinder von Eltern, die an europäischen Institutionen arbeiten, gedacht sind. Sie vermitteln einen Unterricht an der eigenen Sprache, Mammensprache, das ist das, was die Genie sagt, aber bestehen da, wo große europäische Institutionen ihren Sitz haben. All vollbeschäftigte Lehrkräfte gehen von den nationalen Parlamenten rekommandiert. Sie unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen von den öffentlich-rechtlichen Einrichtungen an die jeweiligen Länder, wo sie ihren Sitz haben. Die europäische Schule soll nicht mit der Europaschule verwechselt gehen. Ah, ich habe schon alles verfasst. Die Europaschule ist nicht eine europäische Schule. Ah, okay. Sorry. Also, das sind europäische Schulen, nicht Europaschule. Okay. Sorry, Katja.
Was stellt da mal dann einfach vor? Gibt es eng Schwemm an der Europaschule um Kirchspiech? Keng oder kein? Fred, no longer listless. Das hängt von Ruf. Keng Zeit, kein Auto, männlich, weiblich. Katja schreibt, hat heute so gut Mam Jerome gelehrt. Mam, M-A-M, Mam Jerome. Ja, Katja. De Genia als eine Schülerin von mir gewesen für rund 10 Jahre, ich weiß nicht. Und dann habe ich lange Kontakt mit dem Kader, da ist immer hier im Videochat. Mit war aber auch bei anderen Enseignern. Nicht nur bei mir. Mit De Genia ist ganz intelligent, hat kein Chopin spielen. Chopin, Katja, kennst du? Das auch ein Poster am Bravo, an der Bravo. Ein Poster vom Herr Chopin an der Bravo. I like Chopin. Ja, Alexandra, wo meldest du den Kanner an? Das ist froh. Wo meldest du den Kanner an? Menge, also ich ging so, wo meldest du den Kanal und nicht wo meldest du den Kanal? Ich melde sie am Lyceum oder ich melde sie an der Lyceum. Ich gucke mal lieber nur am LOD, sonst unsere Menge damit. Ummelden. Ja, das heißt ja besonders, das ist ummelden gehen. Ja, das ist uns. Ob Menge Uni muss ich sich für all, ja. Ich schon durch 4, ja, mir das 4. Ja, das waren doch 4, das ist immer mal der Akkusativ. Mir Schmellen hat am Lyceum. Oder Schmellen hat 4 de Lyceum. Oh, mir kommen ein drauf zurück. Ja, no longer listless. Wir sind immer an Kokschwamme gegangen, weil ich direkt, weil Kok direkt neben drin ist. Merci, Eugenia. Für mich war die Show leider nicht interessant, weil mein Mama sprach Polnisch aus. Ah, Katja, du bist auch da an Show gegangen. Das wusste ich ja gar nicht. Katja, bist du an die europäische Show gegangen? Tja, tja, tja. Und ich wollte nicht, dass mein Kant an einer polnischen Sektion ist. Ah, ich verstehe nicht. Ist Polnisch kein gut Sektion? Katja, 92 von 100 Punkten. Tipptopp, Chloa. Wir können shoppen gehen, kein Chopin. Oh, Chopin, shoppen gehen. Wir können nicht anschreiben, anschreiben geht doch. Katja war abholen an der Schule. Okay. Maja, ich wollte aber auch noch ein bisschen zurück, ob dem Eugenia sein Text kommen, vielleicht ein paar Sachen analysieren. Wo ist das dann? Da. Also ein bisschen lang, 4 Minuten. Boah, also ich sind de Genia mit D, das ist richtig. An Haut will ich, eine Version, ich ein bisschen von Menger, Dativ, von Menger Erfahrung an der Europaschule erzählen. Ich bin zu Lützburg abgewusst. Ich bin abgewusst. Und nur meine ganze Schulzeit an der Europa. Du schreibst ja auch an der Europaschule. Müsst eigentlich sind an der europäischen Schule dann. Katja schreibt, polnische Sektion bedeutet, dass du viel polnische Lektionen hörst. Jesteś, oder? Da das nicht praktisch für Kanada die Heilgeburt sind. Okay.
Den Alexandre fragt Katja, gibt es europäische Schulen an Polen? Also, ja, der Test, also von der Primärschule bis zum Präsenzexamen. Ah, ja, war nicht mehr an der Europaschule, okay. Du sind am Anfang zwei Europaschulen, eng um Kirchspiesch und eng Merizent zu Mama. Die meisten Schüler sind da, weil eh von ihren Eltern an enger europäischer Institution schafft, wie zum Beispiel Kommission, das Europäische Parlament, den europäische, ja, das Adjektiv links, Haf als männlich, den europäische Gerichtshof, die Europäische Bank, Bank als weiblich, da könnt ihr nicht. Für die kann er als Joe gratis. Können doch hier kommen. Die anderen Schüler müssen so bezahlen. Mehr wie 7000 Euro pro Jahr an der Sekundärschule. 7000 Euro! Oh Mann. 7000 Euro. Ich schon zu Montpellier ob der Uni. Ich meine, 600 Euro pro Jahr bezahlt. 7000 Euro. Ich habe die Europaschule um Kirchspiesch besucht. Das war ganz praktisch, weil ich nicht weit weg um Kirchspiesch gewohnt habe. Dafür konnte ich heimgehen, wenn ich frei hatte oder wenn der Prof krank war. Am Sommer sind ich auch tags mit dem Velo an die Schule gefahren. In der Primärschule war ich Mama von dem Chor oder vom Chor. Wo wir als Kanalida an alle Sprachen von den an alle Sprachen von den EU-Ländern gesungen haben, sogar den Himmelsmarsch ob Lützebäuerisch. Katja schreibt, nee, Polen gehen nicht mehr polnische Schulen. Den ISL kostet 20.000 pro Jahr. Was das ISL? Ich bin dumm wie Brot. Okay. Ich gehe gern zurück, ob Los Angeles an Bambala Bambala Maggie skaten. 20.000 Euro pro Jahr. Fernschul. Ey, bist du geckig? Boah. Und Primärschule dauert 5 Jahre und Sekundärschule dauert 7 Jahre. Das Sekundär dauert vom 1. Jahr bis zum 7. Jahr, also das Primär am Lützburgischen Schulsystem ist das ja am europäischen System. Ja, das weiß ich nicht. Bei uns ist am Lycée Primär ist das Diplom-Final. Und bei Ihnen ist es dumm gedreht. Premier als Premier année, als Septième als dann das Maximum. Am Lycée Technique, also, da geht es von Septième bis Treizième. Das ist immer romanisch. Am Lycée fangen Kuren immer im Feierabend für ein neues an. Und Kuren sind um 5, 4, halber 5. Ah, 5, 4, halber 5 River. Mit einer 4-Stunden Pause um 10 ab 11 und natürlich auch eine Mittagspause für ein Kantin essen zu gehen. Kantin wird das so geschrieben. Gehe ich mal lieber gucken, ich denke damit also. Zurück ab Los Angeles an Zentral und dann Kantin, hi. Checky check. Ja, wird einfach so geschrieben. Ja, Mathe, das ist gut, das ist gut. Schon ehrlich gesagt, das ist richtig. Ich blamiere mich scheuerem total. Wenn Alexander schreibt, Fazit vom Kurs von Haut, vom heutigen, nicht hautigen, vom heutigen Kurs oder vom Kurs von Haut. Wie viel hat Europa-Funktionären will mehr kriegen?
Gratis umelle fir hiet Kanner, fir Kanner. Greed is good. Golden Gecko. ESL schreibt Katja als International School of Luxembourg zu Merel. Michel lacht dumm wie Brot. Ja, das ist ein Ausdruck für so ein. He's as stupid as bread. It's not vulgar, it's just. Yes, Ja, me Katja, für was weißt du das alles? Du kümmerst dich um Zukunft vom Emma. Ha? Da gehst du los schon überall gucken. Die beste Schule. Das ist auch gut, auch richtig. Also, mit 20.000 Euro, wow. Impressionant. Good to know Ausdruck, ja. Dumm wie Brot. Und dann. Mir eng 4 Stunden Pause um 10 ab 11. Und natürlich auch eine Mittagspause, wenn kann den ersten zu und alle Kuren dauern 45 Minuten. Ich war an der französischen Sektion, aber am Lycée hatte ich mehr Kuren auf Englisch wie auf Französisch. Ich hatte nämlich Geschichte, Geografie, Kunst und Ökonomie all auf Englisch, aber mein Sportsprof war Deutsch. Ob Setjam, letztes Jahr hatte ich unter anderem 8 Stunden Mathematik pro Woche, 4 Stunden Physik und 4 Stunden Philosophie gewählt. Bei all meinen Profen waren ganz gut an dichtisch. Die waren dichtisch, die vor. Und ich war Echter, Pluto, aber wie nennen denn das, ein paar Kritiken. Zufrieden mit der Qualität von dem Enseignement, der größte Avantage par rapport zu anderen Schulen ist, dass die Sprachkurse für Profen, die hier Mammensprache enseignieren, das hilft da besonders viel mit dem Akzent. Ja, das ist auch ein bisschen schon komisch, dass du bis vor kurzem nicht viel Lützburg da enseigniert gauf. Aber ich meine, los ist einfach ein Optionsfach oder so. Konklusion: Die Europaschule war auf alle Fälle eine ganz flotte Erfahrung für mich, für fremde Sprachen zu lernen, auch für Freunde von allen Nationalitäten kennenzulernen. Ja, une grande ouverture d'esprit, n'est-ce pas? Ich bin froh, dass ich die Chance kriegte, für an der Europaschule zu studieren, weil viele Leute wollen, aber können heutzutage nicht. Zum Beispiel aus finanzielle, das ist ein Dativ. Entfällt was? Du hast es doch als Stimmung richtig, damit hast du nicht ausgeschwärzt. Aus finanziellen Gründen oder weil es keinen Platz mehr gibt. Ja. Ich habe ein ganz gutes Souvenir davon behalten, besonders wenn ich meinen Schlussnote am primären Examen kriege, mit einer Gesamtmeier von 92 und maximal 100 Punkte. Willst du meinen Gesamtmeier wissen? Mein Gesamtmoyen war nicht 92 für maximal 100 Punkte. Mein Gesamtmoyen war ich da. Bei Annelies geht das eine Stadt verraschend. Da geht ob 60 Punkte geguckt. Also ich ging so, und ich war so bei 51, 52%. Voilà, nicht zu viel. Das ist nicht gut für die Gesundheit. Dumm wie ein Esel, geht doch ja mit, das ist mir frisch. Den INL kostet 200 Euro pro Jahr. Ah, das ist den INL, das ist den Institut National, ja. Das ist den ISL. Dafür, ich wusste, ich kenne das. Das sind alles für dich in zwei Aufkürzungen, haut es das. Sind ich mich einfach an dem Chat. Ma, INL, ISL. ISL kostet 20.000 Euro pro Jahr. An den INL kostet 200 Euro pro Jahr oder pro Semester. Ich weiß es nicht genau. An WDL. Wie viel kostet WDL? 5 Euro. 5 Euro pro Jahr. Wenn dir ein Bon für ein Tarif reduziert wird, wenn da zum Beispiel am Showmarsch sind oder so.
So das meng ich kaget 100 Euro pro Joa, also 1 Euro pro Kur. An am letzte Beispiel geht es durch Sprichwort. Wat neicht kascht, dat as och neicht. Ich will aber kein Esel blamieren, für das dem Jerome sein Videochat annulliert geht. Richtig. Katja, long live INL, für eis arm Leid, schreibt Alexandre. Und Katja schreibt, das war, ich lehre alle Sprachen für einen Discountpreis. WDL ist nicht da, ja, mir ist ja auch so. Das ist war, ich sehe ja hi, ich halte ja cool. You get what you pay for, exactly. Was nicht kostet, das auch nicht. Si le prix il est trop bas, la qualité est zéro. Faut payer pour la qualité. Ja, das haben wir nicht immer wollen, weil der Genia hat uns diesen wunderschönen Artikel geschickt und ich hoffe gratis, ja? Genia, oder muss ich etwas bezahlen? Ganz gut. Ganz interessant. Der Europaschule. Und ich hatte all die Jahre immer einen Schüler aus der Europaschule. Und ich bin total überrascht, dass sie heute zu Lützburg groß gesehen und nie Lützburg geschwärzt hat. Das ist wie so eine Insel zu Lützburg. Sie kommen in eine Insel so, au Luxembourg. Ich passe des années, et sie sont parlé Luxembourgeois. They spend their youth here and they don't speak Luxembourgish at all. It's like they are in their own system. If you pay peanuts, you get monkeys. Alexander, also du spielst ob WDL und nee, ich spiele just ob Mösch und der Videochat ist gratis, also. Oui, tout se paye. Richtig, Nicole. Okay, oh, das ist schon Zing für Zing. Das ist einfach sehr gang. Ich wollte dich aber nach ein paar Sachen weisen. Und den ich an der Lehrerin gebastelt tun. Also, ihr könnt immer testen. Ne? Am Moment geht die Zeit, weil ihr monatelang Problem, wenn es dem Coronavirus schon auch Grammar.lu und ich ein paar neue Funktionen gemacht. Also, Grammar.lu und das Exercice.lu. Und hier habe ich für unseren Freund den Tigran. Den hat mich jo das letzte Mal erwischt. Er hat schon Fehler gesucht. Und das habe ich dann noch ein kleines Kapitel gemacht. Präpositionen. Präpositionen immer mit Akkusativ. Präpositionen immer mit Dativ. Und Wechselpräpositionen. Präposition mixt. Die haben eins zu Akkusativ und eins zu Dativ. Guck mal, ist das kurz an. Voilà. Hier sind Präpositionen, die immer einen Akkusativ haben. Ich mache ein bisschen mehr groß. Bis. Der Bruttigas ist so, bis das nächste Jahr. Durch. Hier guckt durch seine kleine Brille. Hat aus ihm den Hals gefallen. Vier. Ist schon ein Buch. Vier durch. Geint. Hat heute am Schach geint hier gewonnen. Oni. Ich ging Oni durch an die Kino. An rondarem, es wickeln Seel rondarem de Baum. Merci, Tigran. Es wickeln Seel rondarem de Baum. Around the tree. Und dann habe ich ein kleines Exercice gemacht. Vielleicht könnte man die ja beantworten am Videochat. Die braucht just zu schreiben, also dich oder also dir am Dativ. Der Junior schreibt, nee, der braucht natürlich nichts für den Text zu bezahlen. Merci, Eugenia. Mais, so funktioniert der Kapitalismus nicht. Mais das ist aber live. Ich so, merci. Vielleicht, als jo den einen oder anderen da draußen, der lo eine Inspiration hat, und der schickt mir auch einen Text. Schickt mir für dich den Text, ich verbessere den dann. Und da könnt ihr abholen.
Da weiß man nicht. Ich mache meine Analyse. Ich mache meine Kamera weg. Ja, oh, ich schreibe das schon schön. Ja, als deren nun alles direkt richtig. Ich bin eng froh für dich. Ja. Hat heute etwas gegen dich? Alle contre toi. Ja, quelque chose chez toi qui la dérange. Ich gehe gerne mit dir an die Kino, mit, als immer mit Dativ. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. I can't live if living is without you. I can't gain, I can't gain. Ja, das könnt alles erst im letzten Wochen. Und zum Schluss, mir schon lange nicht mehr von dir hören. Und dann hat er in der Rätsel, der blaue Knäppchen. Genial, alles richtig. Merci. Dann, der nächste Exercice, das Präpositionen immer mit Dativ. Ah ja, die haben immer Dativ. Präpositionen, die immer mit Dativ haben, aus, hat klemmt aus dem Bus. Ach, mal ein bisschen mehr raus. I can gehen. So. Hat klemmt aus dem Bus, obwohl Klammern Bewegungsverb ist. Ja? Ich mein, Webcam aus. Außer, sie waren all do außer dir. Mir hu bannend engem Joa alles verkauf. Ich gehe gern mit dir ankaufen. Hat kaum no him un den Tür. Hin as schon seit engem Joa dort. Hin hört trotz senger schlimmer Blessur nicht obgehen. Firun, temporell. Hier gauf Firun enger Woch operiert. Fun. Hat tut sich von dem Schock nie mehr erholt. She never recovered, als sie jamais remis, das ist Schock. Ich hab wenst him mein Arbeit verloren. I lost my job because of him. J'ai perdu mon travail à cause de lui. Hat wohnt hinter engem Mond zu Ash. Wir sind zu keiner Konklusion gekommen. Und nun mal eurem kleinen Exercice. Him oder him? Ja, könnt ihr das vielleicht ausfüllen? Hier, him oder hier? Ich sehe aus, hier oder him? Ich sehe ohne, hier oder him? An Kirschgang. Ich hatte die Platz für Run. Ja, wer schreibt, wer fängt an? Funktioniert ein Chat nach? Zu wie viel sind wir überhaupt haut? 14 Leute, mal, das ist super, merci. Ich sehe aus him nicht schlau gehen, ja. Je ne l'ai pas compris. I never understood his intentions. J'ai pas compris ses intentions. Ich sehe ohne Hirn an Kirschgang. Ich hatte die Platz für him, Michel, ja. Mir ist schon lange nichts mehr von. Michael auch. Michael hat eine super Verbindung, also du bist den Seherzten halt. Mir ist schon lange nichts mehr von ihm hören. Und zum Schluss ist schon nichts mehr für. Fünf. Ja, wie schreibt man die Fünf? Kein. Ist schon nichts mehr für ihn übrig. I have nothing left for him, meaning. I don't care for him anymore. Je ne pense plus à lui. Je n'ai plus de reste pour lui, donc je m'en fous de lui. Je n'ai plus fait une image. Génial, alles richtig. Merci, Larson. Ja, und dann der letzte Punkt, das ist natürlich der schwerste bei der Präposition. Das sind Wechselpräpositionen, Präposition mixt. Den haben wir schon gemacht, dafür manche die noch nicht nachdenken, ja, just festzuweisen. Und das sind eben Präpositionen, die können Dativ oder Akkusativ haben, das hängt davon auf. Wenn er denkt Bewegung aus, dann ist er Akkusativ, aber wenn er denkt Position aus, dann ist er Dativ.
An du Jolo endlich Erklärungen gemacht. Schon den Artikel mit proper gemacht. Neue File. Unbestimmten Artikel, bestimmten Artikel. Und dann Fusion. Mat dem, mam. Aber mat dach, kein Fusion. Ob dem, und so weiter. Und zum Schluss sei den Exercice mal schon gemacht. Ich gehe in den Ball. An köcht, der Ball leit an, dach köcht. Bewegung, Position. Und da könnt ihr wie immer hier unten jetzt, das nach einer Übung, könnt ihr einfach verbessern. Dann seht ihr, ah ja, das ist richtig oder falsch. Voilà, liebe Freunde, also schon noch ein viel für euch geschafft. Das sind Präpositionen, hier am Index ob grammaire.lu kann ich just rekommandieren. Grammaire.lu. You lost that loving feeling. Wow, wow, wow. And now you're gone, gone, gone. Ja, das war es dann, so Luis. Sarah, und ich nicht viel hören. Sarah, wo bist du? Bist du noch da? Bravo für den Humilität beim Rundherum-Fehler. Für was? Das ist okay, richtig Fehler. Das tut mich von Anfang an gut in irgendwas integriert. Wenn ich normal ging schwätzen, hätte ich keinen Fehler gesucht. Also, ich so noch. Mit der Rundherum, also sowieso. Das ist so komisch, das Rundherum. Rundherum Mauer als Unkraut, rundherum der Mauer. Ich bin immer noch überzeugt, dass ich aber das auch kann so. Rundherum der Mauer als Unkraut. Oder rundherum Mauer als Unkraut. Mehr wenn du Akkusativ was, dann ist ein Akkusativ. Kein Problem. Ah, Mann. Mir war mehr blöd, als dass du das nicht nirgends findest. Du musst da überall links jetzt sicher gehen. Aber wenn du da bis findest, da kannst du eine Erklärung machen. Und das ist eben auch das flotzt um Grammaire.lu-Projekt. Guck das, aber wenn dir so teilt, du hast nicht so oder du fehlt etwas, ich weiß, du fehlt noch ganz viel, dann setzt nicht das dabei, weil das ist einfach ein HTML-Code. Sprach nicht viel zu programmieren, kostet nichts und ich brauche kein Bücher drücken zu lassen, das kann ihn immer im nächsten ändern. Ja. Aber ich schwätze mal auch ein Grammaire.lu, schon eine andere Sachen dabei gemacht. Ich gucke, wie viel Euro haben wir? Oh Mann, das ist schon fünf. Ah, das ist schon 2 Minuten um 10. Voilà. Maja, dann wünsche ich euch all einen schönen Abend. Noch einen schönen Abend. Bis morgen um 21 Uhr. Videochat. Mam Jerome Lulling. Okay? Also, no no longer listless, very helpful stuff. Merci vielmals, gern geschehen. Ja, das hilft ganz viel. Sein Online-Grammaire, ich verstehe noch nicht, dass das nicht schon lange für das letzte Projekt geht. Lo meine ich das, da geht darum, da geguckt, dann da sind andere Leute, die meinen das dann noch, und dann irgendwann ist mein Grammaire out. Aber im Moment hilft sie mehr, sie hilft erst, sie hilft später länger. Das ist ein bisschen blöd, das ist die Idee, ich hatte sie schon mal lang. Ich habe schon nie gedacht, dass das so lang ging dauern, bis 2020, bis das. Also ich hatte fix mal da gerechnet, dass das schon lange für drinnen ging machen. Ja. Es gibt schon eine Reihe PDF, das muss ich zwar sagen. Aber interaktiv so mit Exercices, das hat wirklich gefehlt. Ja. Karim, merci. Alexandre, schöne Sonntag und schöne Pappendag an Amerika. Okay. Vielmals merci, wie Giselle. Gern geschieht. Et freut mich, für Venice Beach zu gesehen. Gern geschieht, Katja. Schöne Bonjour und Emma an und de Sushi. Allez, ich mache mich, hein? Au revoir, merci, bis morgen. Ciao, ciao.